alle haben etwas bekommen, nämlich so ein Ding. Eine Idee, was das sein soll, dieses Ding. Eine Wolke. Eine Wolke, genau. Was könnte es auch sein? So eine Traumwolke. Eine Traumwolke, genau, könnte es auch sein. Wolke, Traumwolke, noch eine Idee? Sprechblase. Eine Sprechblase, genau, manchmal hat man das im Comics auch, dass dann da so ein Pfeil zu einem Comic ist, kann eine Sprechblase sein. Wo jetzt? Eigentlich keine Sprechblase, sondern eine Denkblase. Eine Denkblase, genau, könnte es auch sein. Ein Gewächs von einem Baum. Ein Gewächs von einem Baum. Eine Himbeere oder sowas, wenn es rot wäre wahrscheinlich, ne? Ja, es ist eine Wolke, eine Traumwolke. Und wenn ihr mal überlegt, wir haben am Anfang gesagt, wir alle schlafen, wir alle träumen. Manchmal haben wir Albträume, das ist nicht so schön. Da wachen wir vielleicht nachts auf, erschrecken uns. Aber zum Glück gibt es auch gute Träume. Und wenn ich euch fragen würde, was sind denn so eure guten Träume? Wovon träumt ihr am liebsten? Was würde euch dazu einfallen? Was ist so dein liebster Traum? Von Tieren oder von der Familie? Familie, Tiere, da träumt man gerne von. Was man vielleicht so Schönes unternimmt, ein Ausflug oder man hat ein Tier, dann träumt man vielleicht, wie man mit dem spazieren geht. Oder man hat vielleicht gar kein Tier und träumt, dass man dieses Tier mal bekommt. Ein Hund, eine Katze, ein Elefant oder sonst was. Von denen, die man gern hat und zum Beispiel von den Träumen, also von dem, was man sich wünscht. Genau. Ja. Was träumt ihr sonst so? Was kann man sonst so träumen? Idee, Julian. Von Jesus. Kann man auch träumen, genau. Kann man auch träumen, warum nicht auch? Sonst noch ein Traum? Wovon träumen Erwachsene? Möchten die das sagen, wovon träumen sie? Von lieben Kindern, aber die haben sie ja schon. Das ist ja ein Traum, diese lieben Kinder. Kinder träumen was anderes als Erwachsene. Manchmal träumen vielleicht Erwachsene, was könnte das sein? Was könnte so ein Erwachsener träumen? Was könnte das für ein Traum sein? Ich frage mal hinter dich und dann dich. Der Erwachsene sortiert den ganzen Tag, der passiert ist im Traum. Genau, der überlegt noch mal so im Hinterkopf, was war alles. Mein Papa träumt gerne von Autos. Der träumt von Autos, genau. Da hat er eine Leidenschaft für. Das findet er ganz toll. Vor allem im Traum sind die Autos auch nicht so teuer. Wenn man sich einen Ferrari erträumt, dann den kann man sich leisten. Das ist ziemlich überschaubar. So einen echten Ferrari, der ist dann nicht so schnell bekommen. Ja, das stimmt sogar. Manchmal träumen Erwachsene, wenn man die fragt, sie träumen vielleicht über ein großes Haus oder ein Auto. Sie träumen davon, dass sie manchmal Geld haben, viel Geld. Dann kann man sich alles leisten. Je älter ein Mensch wird, umso mehr verändern sich die Träume. Träume sind wichtig. Wir verarbeiten viel im Traum und manchmal ist so ein Traum sogar so etwas wie ein Wegweiser. Und das war es ja bei dem heiligen Josef. Stellt euch mal vor, wie er da so liegt, er schläft, er macht sich so Gedanken und dann hat er ja auch diesen Traum. Was hat er nochmal geträumt? Was hat der Josef nochmal geträumt? Eine Idee? Was war das? Was ist ihm im Traum passiert? Wer ist ihm da erschienen? Ein Engel ist ihm begegnet. Genau, und der hat ihm etwas gesagt. Denn im Vorfeld hat sich der Josef ja viele Sorgen und Gedanken gemacht. Dass er nicht weggehen soll und sein Kind Jesus nennen soll. Genau. Er soll jetzt nicht weglaufen. Nur weil Maria schwanger geworden ist, weil sie ein Baby hat. Und der Josef, der ist sich ziemlich sicher, also von ihm ist das Kind nicht. Und damals
hätte der Josef sagen können, weißt du was, Maria? Ich zeig dich an. Und dann kommen die Leute mit Steinen und schmeißen dir den vom Kopf. Das war damals in Ordnung. Eine Frau, ein Mann, die wurden gesteinigt. Denn da ist irgendwas schiefgelaufen, sagten die Leute dann. Aber der Josef, von dem wir sagen, und haben wir auch gehört, er ist gerecht. Er sagt, nein, ich will nicht, dass der Maria oder dem Baby was passiert. Und im Traum sagte der Engel das ja auch. Schau, Josef, die Maria, die ist treu. Das Kind ist vom Heiligen Geist. Das Kind ist der Sohn Gottes. Du kannst das Kind ruhig zunehmen. Und stellt euch mal vor, der Josef hätte jetzt am nächsten Tag einfach gesagt, ach, das war ja nur ein blöder Traum, ich mache einfach so, wie ich mir es gedacht hätte. Was wäre denn dann passiert, wenn er nicht auf den Traum gehört hätte? Dann säßen wir gar nicht hier, oder? Was meinst du? Es gäbe Jesus nicht. Genau, wahrscheinlich hätten die Leute damals dann Maria, wie ich sagte, gesteinigt, getötet und damit wäre das Baby auch tot. Und dann wäre gar nichts passiert. Dann wären damals nicht die Apostel auf den Weg gegangen, Jesus hätte die Menschen nicht geheilt und wir würden heute gar nicht hier sein. Also manchmal, nee, eigentlich immer, ist es gut, wenn man versucht, seine eigenen Träume oder die Träume, die einem gesagt werden, zu leben. Und dafür dürfen wir dem heiligen Josef dankbar sein. Darum feiern wir ihn heute, weil er gesagt hat, ich will diesen Traum umsetzen. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Träume ernst nehmen, Träume wahrnehmen. Die Träume vom heiligen Josef, aber auch unsere Träume. Und zum Zeichen dafür darf ich euch und sie einladen, mal die Träume hier vorne in den Himmel zu legen.